In diesem Video werde ich euch zwei neue kleine Wohnhäuser für die Stadt vorstellen. Fangen wir am besten außen an. Was wahrscheinlich sofort aufgefallen ist, sind diese Bögen um die großen Fenster mit den Mauersteinen in Dark Tan. Außerdem haben wir hier auch immer mal wieder diese kleinen 2x5 Fenster mit dem kleinen Dachvorsprung. Außerdem sind die Häuser mit dieser schmalen Gasse voneinander getrennt. Hier gibt es natürlich auch ein paar kleine Details, wie zum Beispiel die Lampen und der Mülleimer. An dem einen Haus habe ich dann noch ein Regenrohr angebracht und um die Häuser außenrum habe ich noch eine kleine Grünfläche mit Unkraut gestaltet. Und dann haben wir noch zwei große Fenster mit verschiebbaren Jalousien. Außerdem haben wir dann hier noch einen etwas zugewachsenen Fahrradstellplatz. Außen gibt es dann noch ein paar weitere Details, wie zum Beispiel das Efeu oder noch ein paar Blumenkästen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Eingänge zu den Häusern. Hier habe ich jeweils ein kleines Vordach und eine Stufe hingemacht. Dann kommen wir jetzt auch mal zum Inneren. Und zwar haben wir hier erstmal einen kleinen Eingangsbereich. Dann haben wir noch ein kleines Wohnzimmer, eine Küche mit Essbereich. Und dann haben wir noch das Badezimmer, aber das ist leider noch nicht eingerichtet. Im zweiten Haus haben wir dann auch wieder einen kleinen Eingangsbereich. Dann haben wir auch wieder ein kleines Wohnzimmer, eine Küche mit Esstisch und dann haben wir noch einen ziemlich großen Arbeitsbereich. Und als letztes kommt dann noch das Dach oben drauf. Auf jeden Fall, das waren die beiden Häuser und damit war es das auch heute für das Video. Wenn ihr natürlich noch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video. Thank you.